Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir befinden uns hier in den Quartieren der Schüler, wie man hier lesen kann. Das ist in dem Magierturm drinnen und ja, es wird hier gerade gespeichert. Denn wenn wir weitergehen, werden wir auf die ganzen Viecher hier treffen, die sich in den Turm befinden. Ja, Zorn, genau. Kannst du machen, wenn du magst. Okay, explodieren die immer so? Ja. Okay, wenn die explodieren, machen die viel Aua. Weg hier! Okay, die Viecher sind cool. Ja, na, ein bisschen zumindest. Leeres Pergament. Leichnam meines Soldaten. Dolch und Wundumschlag nehmen wir natürlich mit. Zerrissenes Was würdest Buch. du? Was ich gesehen habe, ich habe mir hier mal die Win angeguckt. Das ist eine, die hauptsächlich auf Heilung und Schutz geht. Das ist natürlich auch nett, wenn man so jemanden im Team hat, aber wir haben Morrigan. Die kann auch heilen, ein bisschen. Außerdem finden wir hier endlos viele Wundumschläge. Zeichen der Beschwörung? Okay. Hat einen Thron von sich gegeben, aber das war's auch irgendwie. Private Dokumente, okay. Wie immer. Notiz eines Schülers. Ah, okay. Beschwörung des Ersten. Okay, Schnitzerei. Macht Schaden. Buch. Macht keinen. Hat das irgendwas zu bedeuten? Das ist wahrscheinlich wieder so ein komisches Rätsel. Entweder muss ich es in richtiger Reihenfolge machen oder. Mal schauen, wir haben ja da so ein Dokument bekommen. Kann man das irgendwie angucken? Da eine Liste von Haushaltsbüchern und Ausgaben. Okay. Ja. Nee. nicht das, was ich erwartet habe. Gucken wir mal da, Zirkel der Magie, Wächter der Mündung. Hast du ein Lehrbuch über arkane Beschwörungsrituale gefunden? Beim aktuellen Zustand der Bibliothek wäre es allerdings unklug und gefährlich, etwas derartiges zu versuchen. Okay. Das Chaos im Turm hat dazu geführt, dass ein Schüler über etwas sehr Altes, Verborgenes gestolpert ist. Okay. Finde alle seine Notizen, um möglicherweise ein Geheimnis des Turmes zu enthüllen. Okay, das sind also die ganzen Dingsies. Nur. Wie ihr meint. Irgendwie muss man da was in der richtigen Reihenfolge machen, damit das da funktioniert. Das Buch hier macht auf jeden Fall so ein Geräusch. Und hier, wenn ich die Schnitzerei anklicke, macht es mir Schaden. Das Ding macht mir auch irgendwie Schaden und die Beschwörung genauso. Also verstehe ich das noch nicht ganz im Moment. Ah, okay. Es gibt verschiedene Sachen, die man anklicken kann. Und das, was irgendwie mir keinen Schaden macht, das ist gut. Oder so. Hallo, Geisterschwein. Darf ich dich looten? Ein Granat, na immerhin. Gut. Novizen. Okay, das macht Aua. Beschwörung des Zweiten. Also muss ich hier irgendwo etwas finden, was dann aktivierbar ist oder so. Oh, hallo. Ihr seid aber viele. Das finde ich nicht so toll. Ach nee, das war der falsche, der macht noch nicht Boom. Der macht Boom. Da macht der nächste Boom. Und noch einer Boom. Na komm. Ich lauf mal weg. Hey. Okay, das Explodieren macht irgendwie mehr Schaden wie das andere Zeugs.
Aha, ich konnte irgendwas aktivieren. Ist das jetzt aber fürs dritte oder fürs zweite? Ich gehe einfach mal zum zweiten und guck, was passiert. Psing, okay, macht Schaden. Dann gucken wir mal das andere an, weil ich schätze mal, ich muss erst das zweite irgendwie aktivieren. Aha. Au. Was ist denn das für ein Scheiß? Oder geht es doch nicht so einfach? Nee, das hat ja Schaden gemacht, genau. Das kann man aktivieren und. Hä? Ach nee, das muss man dann anders irgendwie aktivieren. Ich schätze mal, man muss da auf jeden Fall dann zwei Dinger jetzt aktivieren. Schnitzereien, genau. Gucken wir die mal an. Okay, das macht Schaden. Also, ich verstehe das nicht ganz, aber ich schätze mal, wir müssen da zwei Sachen jetzt aktivieren, damit wir da keinen Schaden bekommen. Also so ein Leuchten bekommen. Das muss halt zusammenpassen. Probiere ich es halt mal mit dem. Ah, hat geklappt. Habe ich zwei Sachen aktiviert. Jetzt gehe ich mal zur Beschwörung des zweiten. Sollte klappen. Tada! Fixer. Dingens. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier Beschwörungsteil noch anmachen. Und jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich drei aktivieren. Das ist zu einem das Ding hier und jetzt müssen wir mal gucken. Einfach mal ein bisschen Trial and Error probieren und dann funktioniert das. Nummer 2. Okay, das Ding hatten wir auf jeden Fall noch nicht, was wir aktivieren konnten. Und da gab es auch noch eines. Und zwar das. Probieren wir es einfach mal. Ne? Hey! Funktionierst du jetzt? Nein! Nein! Okay, dann muss ich wahrscheinlich noch mehr aktivieren. Wir probieren einfach mal ein bisschen. So. Nummer 1. Was hatte ich denn jetzt eigentlich genommen? War das das hinten? Gott! Gedächtnis? Nein. Dann waren das die Schnitzereien. Oh Gott, bin ich doof. Lauf halt nochmal hinter. Tritratrulala. Ich finde die Schwerter immer noch toll. So. Jetzt aber Nummer 2. So. Was haben wir denn noch nicht? Wir haben bloß das Novizending jetzt hier nicht ausgelöst und da hinten das Ding sie. Also schätze ich mal, müssen wir das jetzt aktivieren. Hä? Warum? Gibt ja nur Alles noch gut. das, weil das macht mir Schaden. Das haben wir schon benutzt. Ja, das gibt mir Schaden sofort. Da gibt es ja nichts außer das zum Aktivieren. Da haben wir die Schnitzereien. Das haben wir davor benutzt. Und ne, haben wir das schon benutzt? Ja, das haben wir benutzt, um das Schwein hier zu aktivieren. Als zweites kommen auf jeden Fall die Schnitzereien und dann müsste ja eigentlich das Ding hier kommen. Ah. Vorhin was falsch gemacht? Keine Ahnung. Ah, und bei 3 funktioniert das nicht, also brauchen wir ein viertes und das wird das sein. Sehr Nee. schön. Hä? Ich verstehe das nicht. Aber das kann ich als erstes aktivieren, das ist klar. Dann kommen die Schnitzereien. Lalalala. Kommt das Teil hier. Sehr schön. Ja. Aber die Beschwörung kann ich noch nicht Wird machen, oder? erledigt. Nö. Das funktioniert nicht. Aber ich kann auch das Ding hier da hinten nicht benutzen. Oh Mann. Ist das ein Scheiß. Lalalala.
Wir haben auf jeden Fall drei Sachen, die wir schon aktivieren können. Jetzt mal gucken, weil das haben wir ja schon. Schnitzereien haben wir schon benutzt. Das haben wir noch nicht. Das haben wir davor benutzt. Und das haben wir beim allerersten benutzt. Also, was kommt da jetzt bitte schön noch? Probieren wir halt mal. Ich werde es tun. Okay, das hat auch funktioniert. Jetzt? Nein. Mist. Hätte ja funktionieren Ich werde können. es tun. Oh Mann, das ewige Hin- und Herrennen ist ja mal doof. Schnitzereien. Wie ihr meint. Lalala. So. Das Ding. Dann zurück. Oh Mann, hey. Das hier. Und dann probieren wir es mal mit dem Ich hier. betrachte dessen Ah. Verbindung. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles benutzt. Wie ihr meint. Was geht? Ah. Ah. Ich habe es. Wow. Der Wahnsinn. Ja, der ist dauergestunt, der kann nicht allzu viel Schaden anrichten. Yay! Komischer Teddy. Oder was auch immer das darstellen soll. Was hast du denn Schönes für mich? Geladene Fausthandschuhe. Magier. Plus 10 Elektrizitätsschaden. Okay. Morrigan, kannst du sowas gebrauchen? Was hast du denn für welche? 20% Kälteschaden. Und ich mache mir solche Mühe und krieg 10% Elektrizitätsschaden. Mist. Egal, gib Geld. Aber ich habe ein Rätsel gelöst. Oh mein Gott. Kann ich das vielleicht nochmal aktivieren? Ja, aber bringt mir nichts. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Hallo. Au. Ah, wow. Aua! Könntest du mal heilen? Wäre sehr nett und dann nicht Regeneration. Wo ist denn. Ah, hier, guck mal, Heilung. Obwohl, Einzelheilung würde reichen. Okay. Ziemlich viele. Dann darfst du mich auch noch mal heilen. Gott, ich sehe nichts. Schon besser. Au. Ja, jetzt darfst du wirklich mal kurz Gruppenheilung machen. Boah. Zack. Heilung da. Danke. Au. Au. Regeneration. Einfach mal. Irgendwie. Hier nehmen wir mal einen Wundumschlag. Also, das Vieh macht Schaden. Oh, verdammt. Vielleicht kaputt, ja, dann nimm mal einen normalen Wundumschlag, falls du noch dazu kommst. Du nimmst auch mal einen Wundumschlag. Ja, genau. Sage ich auch immer. Das heißt, ich gehe jetzt wahrscheinlich drauf. Ja. Alter, ist das ein Schaden von dem Vieh gewesen. Ja, toll, jetzt ist es tot. Mann. Ich habe mich für ein höheres Ziel geopfert. So. Gut. Auf jeden Fall habe ich ein Level ab. gucken wir mal, was wir da so machen können.
Manipulation oder Stehlen? Ich nehme, warte mal. Okay, ja, ich nehme einfach mal Stehlen. Oh, was haben wir denn da? Schwäche nutzen. Sein scharfes Auge und sein Killerinstinkt erlauben es dem Assassinen, die Schwachpunkte seines Gegners auszumachen. Mit einem erfolgreichen, hinterhältigen Angriff verursacht der Assassine abhängig von seiner Klugheit zusätzlichen Schaden. Okay, da muss ich sehr viel auf Klugheit gehen. Oh, nee. Ich mache erstmal. Das habe ich ganz vergessen, dass ich deshalb auf Klugheit gegangen bin. Erstmal hier Schlösser knacken auf volle Pulle und so.